Brunswick Southern Moon Company from the West Coast Lake in the hand. Wir sind schon zwei Monate zusammen und haben das Auto kaputt, das haben Scheiben kaputt, das sonst was. Und ich habe Angst vor meiner Familie, ne? Wie sich hier die Leute bewegen. Ne? Da erzählt nur, wer stärker ist. Da habe ich keine Chance. Mit Wochen kann man nicht viel ausrichten mehr. Da wurde geschossen, scharf geschossen. Sie sind auf die Wolken gestoppt, an der Lieder in der Regen, wenn er hochgeklickt. Wieder nach oben. Dass du kein Geschäft bist in deiner eigenen Wohnung, das ist keine Sie. Junge, jetzt sind die Worte her. Ist gar nicht so. Äußersten Rand der Medienstadt Köln. Wer mit dem Tempo, das die Gesellschaft vorgibt, nicht mitkommt, der landet hier, zusammen mit anderen, die ein ähnliches Schicksal haben. Fremde meiden Ghettos wie dieses. Der Ossendorfer Weg gilt als Herrschaftsgebiet einer der zahlreichen Kölner Jugendgangs, der Ossendorf-Gangsters. Das heißt, sie würden nicht lange fackeln und massiv gegen Gruppierungen anderer Bezirke vorgehen, wie Banden in den USA. Angehörige einer Clique aus Port sind hier, um Geschäfte zu machen. Wer ist denn hier von den Ossendorfer Gangstern? Ist er von euch einer? Zu wem gehört ihr? Fahrzeuggang. Der kennt sich ja nicht richtig aus, der kann uns immer hochführen. Weißt du, dass bei mir hier schon rumführen an einem, wenn heute Abend die Baseballschläge auf dem Kopf? Die Kamera ist hier wie die Krise. Wisst ihr, wohin können wir denn mit euch gehen, ohne dass was passiert? Ohne was passiert, wir könnten hier in die Ecke gehen, weil es das Schlimmste gegeben. Wir sind jetzt zur Zeit keine Sache, die alle irgendwo unterwegs in der Stadt sind. Hier in der Gegend fängt schon wirklich alles an. Nachts ist hier dunkel, fast kein Licht, es schmiert richtig. Da muss man wirklich anschauen, dass man allein in der Ecke geht und irgendwo weit hinten im Kiosk ist, da reinzugehen. Okay. Denn die ganzen Gangs stehen da rum. Ja. Was gibt es? Und da hinten noch die neue Musik, da wird es langsam rausstehen. Und da sind die Weißbüsse. Wo die Weißbüsse? Das ist gleich hier hinten, die anderen. Aber man sollte nicht einfach hier so spazieren gehen, wenn man sich nicht hier auskennt. Dann hört ihr mal. So haben ja alle Gangs auch in Amerika jedenfalls so Bosse oder Anführer. Hier gibt es vielleicht mal einen Boss, aber die Bosse sieht man nicht. Die sind hier. Das sind nicht irgendjemand ein Boss, wo man sagt, okay, der gehört sich. Ja, vielleicht hat einer von der Clique was zu sagen, aber es gibt hauptsächlich wirklich, das sind Mafias. Die stecken in der Mafia drin, die hetzen die Jugend nicht mehr. Nur einen Steinwurf entfernt. Türkische, albanische, deutsche Jugendliche. Für sie sind die Reviere hier und im Umkreis klar abgesteckt. Neue Siedlung-Gangster, neue Westend-Gangster. So. Und hier verschiedene Banden. Ja, verschiedene Banden. Ja, wie groß sind die? Wie groß? Was für Leute kriegen die auf die Beine jetzt? Von hier kriegen wir bestimmt über 100. Ich kenne viele hier. Über 100. Wie werden hier das meiste zu sagen? So ein großer Junge, der ist Boxer und der. Der sagt, der hat viel jetzt, mal sagen, deswegen sagt er was. Wir sagen nichts. Also, man muss dann aufpassen, dass man. Nicht so kässt zu denen ist, nicht so was falsch sagt, und das trägt auf die Fresse. Noch scheinen unsere Dreharbeiten kein Problem zu sein. Einer zeigt bereitwillig das Logo der Gang. Wie viele T-Shirts gibt's denn davon? Jeder ganz. Jeder aus der Gang. Ja, aus dem wie man sieht. Passt alle. Das heißt doch so OG aus Mavagangs-Halbe. Hast du auch zu den OGs gehört? Wir sind kleine Dinge. Ja, wir sind kleine, wo bist du? Und die großen Kinder sind ganz klein. Danke. Die halten auch für richtig zusammen? Ja, wir halten alle zusammen. Also wenn einer Schläge bekommt, dann gehen alle. Also einer für alle und alle für einen. Eltern und Schule sind abgemeldet im täglichen Überlebenskampf, der von zunehmender Verwahrlosung gekennzeichnet ist. Man muss in Köln in der Gang drin sein. Entweder man überlebt in der Gang oder man fährt elendig alleine draußen. Durch die Welt, ohne Freunde, Koffer schmeißen. Nur 300 Meter entfernt von den Quartieren der OGs.
aufgeputzte Bürgerlichkeit. Doch inzwischen bringt die Stadt auch hier immer mehr Alleinerziehende und sozial Schwache unter. Viele Jugendliche haben fürs Erste vor der Übermacht der OGs drüben kapituliert. Ein brüchiger Friede. Denn Sergei, Viktor und Alex aus Kasachstan, von allen verächtlich die Russen genannt, wollen nicht als Schwächlinge gelten. Wie viele Leute bringt ihr denn auf die Beine, wenn es richtig ernst wird? Wir aus Birkenhausen ungefähr. Wenn wir jetzt alle auch die Älteren mitzählen, dann würden das ungefähr 20 bis 25 Mann sein. Ansonsten kommen von anderen, jeder, der welche kennt, trifft an und dann sind wir ungefähr, kann man so sagen, wenigstens 100 Mann, wenn es nicht so schlimm ist. Könnt ihr eigentlich nicht mit den Odys verständigen? Weiß ich, mit denen rede ich eigentlich gar nicht. Ich rede gar nicht mit denen, ich weiß nicht. Ich hatte schon mal erzählt, ich rede nicht mit denen. Nein? Assoziiert. Die können nicht normal reden. Wenn man versucht, vielleicht hat man mal versucht, mit denen nochmal zu reden. Was willst du, Arschloch oder so? Wir wissen auch ganz genau, dass hier, wenn die jetzt anfangen, dass es wieder ein altes Spiel wird, dass, ja, was heißt Krieg? Es wird einfach nicht aufhören. Vor kurzem gab es eine Schlägerei. Da wurde einer von den schwer verletzt, ich weiß nicht. Öfters mal, wenn wir mit den Schlägereien haben, dann ist er endet immer schlimm. Ja. Ist nur jemand verletzt, schwer verletzt. Hochgerüstete Köpfe, verwüstete Seelen. Aber ich weiß noch, anders leben können. Darum hat vielleicht Angelika das Beste. Aber jetzt ist alles in Deutschland, das ist ganz schön. Man muss schon nachts aufpassen, dass man nicht auch über die Straße abgeknallt wird. Ist ja schlimm genug. Das sind viel scharfe Waffen, oder? Das ist nur scharfe Waffen. Früher war es vielleicht mit Faust, heute sogar hat man mit Waffen bekommen. Worum geht es wirklich? Nein, er will mal zeigen, dass er der Beste ist. Dass der zeigt, dass der Coole ist. Die Waffen. Ja. Das Game ist das, Alter. Jedes Waffen, sogar kleinste Kinder sind schon mittlerweile die gewöhnt, ich würde sagen, versuchen nicht irgendwo Waffen herzustellen. Und das wird man normalerweise auch abschaffen. Man kann nicht mehr in Ruhe leben. Die Gesetze sind so pissig, weil wir sagen, naja, scheiß ich auf die Gesetze. Eine trügerische Idylle. Viele schlagen die Zeit tot. Hier herrschen Bildungs- und Bindungsnotstand. Michael, 16 Jahre, ein Verehrer von Unterweltgrößen, fühlt sich wohl im Milieu. Er lebt, wie die meisten OGs, in einem der 5 Y-förmigen Wohntürme. Michael über die Hochspannung im Viertel. Das ist wie so eine kleine Burg, ne? Ja, zum Beispiel. Es gibt da, hier bei uns gibt es eine Gelb. Ein paar hundert Meter weiter gibt es eine. Da hinten gibt es auch noch eine kleine. Das sind aber kleinere Kinder alle. Wie ist das mit den Leuten in dem Wohnblock da gegenüber, mit den roten Häusern und den weißen? Wenn die ein Problem machen, dann kriegen die auch was von. Die Grenze, sagen wir mal, von uns von denen, die sind eigentlich so genau an dem Jugendzentrum. So im genauischen Fußballplatz, das geht genau dadurch. Genau von dem Jugendzentrum. Das ist genau die Grenze. Ein weiterer Brennpunkt, der Rote Block, liegt ebenfalls im Clinch mit den OGs. Die Nachbarsiedlung der Russlanddeutschen gleicht einem Taubenschlag. Wer es sich irgendwie leisten kann, zieht aus. Vor dem Haus Nummer 38 fand erst gestern wieder eine Riesenkeilerei statt, mit etlichen Verletzten. Ich will nur eins sagen, wir wollen sich gegenseitig. Wir wollen sich gegenseitig und kommen versuchen, mehr Ärger zu machen. Berühren die jetzt sich gegenseitig schon. Das ist echt übertrieben geworden. Wir kamen gestern am Dienstag, also kamen mit den ganzen Basis an und so. Und die Polizei kam da hin und obwohl nichts geschehen, ja, sind ein paar Abgaben und Mist. Und wieso ist das denn eigentlich so hart am Fick? Ja. Das war der Auslöser. Jeder fragt so den, der weiß das am besten. Ja, ja, weiß ich auch. So ein Auslöser war so Kleinigkeit. Für das Besonderes. Wir hatten eben jetzt hier was auf den Augen gegeben. Keine Ahnung. Das war das 4-5 Leute oder so. Das Wort des 24-jährigen Mustafa hat größtes Gewicht im Roten Block. Der einstige Kampfgefährte der OG-Bosse hat nach Jahren im Gefängnis die Seiten gewechselt und will nun raus aus der Szene. Weg von der Kriminalität, die das ganze Viertel bedroht.
wie in den Staaten da. Das ist das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Absolut nicht. Absolut. Also, man muss schon eher. Also, man muss schon eher von dem aus dem Rücken ein bisschen nachlassen. Ist zwar schade, aber passiert halt. Wird auch schlimmer sein. 100%. Die Frage nicht beantworten, aber spielt Drogenhandel hier eine Rolle? Drogenhandel. Das war die neue Generation. Ja, Drogenhandel. Das nicht 20 Jahre nicht Drogen, Drogen, aber ja doch, doch schon Drogen, also so hat den. Doch. Ja, also, ja. Da geht's auch. Ja, 50%, 40%. Ja. Es entwickelt sich wie in Amerika oder so. Ja, einmal ist es in Außenwahl. Das sind voll hübsche, ja. Also geht da die Gefahr aus? Ja, da geht die Gefahr aus. Einfahrt zum OG-Territorium. In der Dämmerung Kontrollen wie an einem Grenzübergang. Wer zu Fuß in einen benachbarten Stadtteil muss, nimmt aus Angst vor Repressalien Umwege in Kauf, besonders wenn es dunkel wird. Dann ist das Jugendzentrum geschlossen und die vielen Kinder und Jugendlichen sind sich selbst überlassen. Auffällig, dass man zu dieser Stunde weder Passanten noch Erziehungsberechtigte trifft. Rangeleien, Rauflust an jeder Ecke, aus dem Nichts heraus. Michael und seine Freunde wollen zum Jugendzentrum. Stadtplaner haben es mitten hineingepflanzt zwischen die verfeindeten OGs, die Russlanddeutschen und die Leute vom Roten Block. Konsequenz, die aus Kasachstan trauen sich nicht mehr über die Schwelle. Das Jugendzentrum ist fest in OG-Hand. Bittere Realitäten, denen sich auch der Sozialarbeiter beugen muss. Das sind Grenzen, die nicht auf dem Papier stehen, sondern die Jugendlichen selbst ziehen. Und sollte jemand als Betroffener, der gesagt bekommt, du hast jetzt Außendorfverbot, diese Grenzen überschreiten, muss er mit Prügel rechnen. Wie massiv kann das sein? Massiv. Das kann massiv sein, kann sein mit Androhung von Pistolen und mit Androhung und auch was auch schon passiert ist, mit Gangprügeln, das heißt, die komplette Gang geht auf einen drauf. Der neue Sportplatz ist immer wieder Austragungsstätte für Revierkämpfe und Rivalitäten aller Art zwischen den verschiedenen Clans. Auch Kölner Zuhälterringe sind schon an dieser Stelle in Bataillonsstärke aufmarschiert. Außenstehende werden nie gewahr, worum es jeweils geht. Wenn es kein Problem gibt, erfindet man eins. Durchboxen als einzig gültiges Daseinsprinzip bis zur Massenschlägerei. Rückzug eines Teils der Kontrahenten ins Revier der sogenannten Russen. Die Älteren unter ihnen treten hier nicht an. Sie sind mit Russlanddeutschen eines Übergangsheims verbündet. Doch in der vergangenen Nacht kam es zum Knall. 100 Russen gegen 40 Türken. Bandenkrieg in deutschen Vorgärten. Haben mit Steinen geschmissen, dagegen getreten, mit diesen Stöcken geschmissen. Die Leute haben beobachtet, doch die Jugendlichen waren 17 Jugendliche vermummt. Da wurde geschossen, scharf geschossen. Wir waren Straßenkörper. Ich habe hier auf Podest gestanden und da kamen die Horde hier an und schmissen schon einen Stock nach mir. Und Stock? Ja, es war ein Holzstock, aber die waren zum Teil vermummt, hatten so eine Baseballschläge in der Hand. Und da habe ich eben gesagt, jetzt wird aber langsam Zeit. Da drehten sich schon einige rum, da hatten so einen Flackermann in der Hand, die waren vermummt und schmissen das hier rein. Ne? Wenn ich den vom Kopf gekriegt hätte, hat das gerade schlecht geschlagen. Wenn ich den vom Kopf gekriegt hätte, war ich wahrscheinlich auch tot. Ne? Aber die hat man ja nicht festmachen können und das waren ja alles Ausländer. Ne? Das kann man ja tun. Tja, schwer zu sagen. Kann man tun. Was kann man da tun? Der Oberbürgermeister kommt ja nicht mal bis nach hier. Du hörst dich unsere Beschwerden an. Ja, wo sehen wir denn? Wir haben gar keine Lobby hier. Nichts, gar nichts. Das einfach stillschweigen, nur das klar, die Polizei kommt, ein, zwei Tage und dann ist alles wieder vorbei. Und wir können sehen, wo wir bleiben. Wir haben die Angst vor unserem Eigentum hier.
Ich meine, ich mache der Polizei keinen Vorwurf, die waren ja mit großem Aufgebot hier und es war ja auch ein Hubschrauber in der Luft, nicht? Der mit entsprechender Ausrüstung hier über eine Stunde rumgekocht. Mit Zustand davon, oder? Ja, mit Zustand davon, die haben ja scheinbar jetzt auch diese neuen Wärmekameras, wo die entsprechend so Wärmequellen aufspüren. Und die haben ja im Nachbarhaus auch zwei Mann verhaftet, ne? Die der Wand hochgeklettert sind und haben mich dann hier rum auf dem Balkon versteckt. Das waren scheinbar die Gejagten, ne? Ja, mit dem fängt es schon an. Da fängt es schon an. Die laufen im Beruf rum und sagen, man hat nichts zu suchen. Bitte schön, was willst du überhaupt? Ja. Wir sind zu bange, was zu sagen. Jetzt haben sie das Auto kaputt, jetzt haben sie Schaden kaputt, das sonst was. Also, wir warten nur noch drauf. Gott, das war der Anfang. Geht mal weiter so. Im Kölner Rathaus will sich niemand von den Oberen zu den erschreckenden Ereignissen äußern. Verwunderlich ist auch, dass man über all diese Vorfälle weder im Polizeibericht etwas findet, noch in den Schlagzeilen der Zeitungen. Seit Jahren kürzt die Kommune die Mittel für die Bedürftigen. Überdies will die hochverschuldete Stadt Zehntausende von Sozialwohnungen verkaufen, auch die der OGs. Mehrmals haben wir den Oberbürgermeister um ein Interview gebeten. Er ist für uns nicht zu sprechen. Will er vermeiden, dass die brisante Situation publik wird? Zurück ins OG-Gebiet. Michael und sein Freund Dagi zeigen uns eines der Y-Häuser, die der Kommune Geld bringen sollen. Vor 8 Wochen wurde hier Feuer gelegt. Seitdem hängt in den Wohnungen und einigen Stockwerken Brandgeruch. Überall dicke Rußspuren und angekokelte Geländer. Jemand hat im Keller zentimeterhoch Benzin ausgegossen und dann angezündet. Es entstand nur Sachschaden. Aber seit jener Nacht hat die Angst unter den über 100 Bewohnern noch zugenommen. Wir müssen da ja raus. Doch, wir müssen da nicht raus. Nach dem Ball und noch müssen wir nach Hause. Die ganze Haus ist irgendwie hier. Ja. Wird ja immer schlimmer hier. Das haben wir noch bestimmt. Werden Sie hier einfach vergessen? Ja, was heißt vergessen? Nur in anderen Häusern, sagen Sie mal so, in anderen Wohngegenden, war das schon längst erledigt. Wenn Sie jetzt überlegen, wie lange ist das hier, der Brand? So, und was ist, die Wände hätten normalerweise alle abgewaschen, das hätte von oben bis unten richtig gereinigt werden, mit Wände abwaschen, mit allem. Enttäuschung und Ohnmacht. Die Leute fühlen sich verraten, ja, von der Politik. Nehmen Sie hier gerne? Bitte? Nehmen Sie hier gerne? Nee, bestimmt nicht. Der OG-Checkpoint am Nachmittag. Kaum ein Durchkommen für Fremde. Ein Ort für dunkle Geschäfte aller Art. Dem einen wird die Jacke abgenommen, dem anderen Bares aus der Tasche gezogen. Auch Drogen sind hier zu haben. Und Diebesgut. Von allen, die hier hehlen und stehlen und ständig dem Geld hinterherjagen, hat nur Bernd eine Leerstelle. Ich denke, das ist in der Prozentsatz der Jugendlichen, die schon wirklich auch illegal das machen müssen. Mache ich auch. Alle. Ich mag dich. Auf jeden Fall. Ich mag dich. Es gibt einen kleinen Stipendien, der nicht macht. Weiß ich auch. Scheiße, ich auch. Das meine ich. Diese Russen. Ist das jetzt, weil das so ansteckend ist? Die anderen machen es auch, oder? Weil das wir nur schnelle Geld sind. Deswegen. Ja, wie viel Geld kann man denn hier verdienen, wenn man geschickt ist? Wasser machen. Ja. In der Woche. In der Woche, wenn du dich gut einsteckst, also.
Gut, ein Schatz hast du deine 1000 Mark auf jeden Fall. Bei Michael zu Hause. Den Sonderschüler imponieren Verbrecher. Sein größtes Vorbild ist der ermordete US-Gangster Tupac, den aus dem Fernsehen kennt und aus Musikzeitschriften. Hast du meine Poster zu so gerne in der Nase? Das ist ja so dein Vorbild? Mein größtes Vorbild hier drauf, Tupac. Ja, ja. Tupac. Das ist so mein größtes Vorbild, ich meine gut an dem. Ja, das wäre so große Gang hatte und seine Leute groß und mächtig waren. So. Der hatte viel Macht und der hatte viel zu sagen. Wenn er was gesagt hatte, wurde doch gemacht in Amerika. Unter seinen Freunden, seinen Leuten, die die kannte. So. Früher, als ich schon klein war, ich bin jetzt 16, so, vor 11 Jahren oder so, da wusste ich noch gar nichts über den. Da kannte ich so welche Leute waren. Aber nachher, als ich gehört habe und so, seine Art war schon okay. So. Hat mir gefallen. So. Wärst du denn auch gern so ein großer Gangster drauf? Ja, natürlich. Wer wäre das nicht? Ein anderer Tupac, wenn ich schon wäre, was will ich mehr? Wer will mir was sagen oder so? Michael wäre gerne auch ein ganz großer. Einer, vor dem die anderen kuschen. In Wirklichkeit aber hat er nichts zu sagen. Die OGs werden von Türken dominiert. Alles durchtrainierte Jungs, die auf Körperlichkeit setzen. Sind das die OGs? Die OGs? Ja. Von den Das sind wir. Das sind wir. Was sind die kleinen OGs? Beispiel ich, der, was weiß ich, der hier mit den Jeans. Der ist ein OG. Und die großen OGs sind wie alt? Ja, die großen OGs sind ungefähr so 24 bis 27. Und halt dann kommen wir und dann kommen die Kleinen. Es geht immer so weiter. Ihr wart ja auch mal kleiner. Wie war das denn, als ihr zu den großen OGs dann habt ihr? Die großen haben uns auch so behandelt, wie wir jetzt die kleinen so behandeln. Was heißt wie? Den Eltern und Bruder spielen. Respekt. Also die müssen kuscheln, ja, die Kleinen. Und ihr müsst gegenüber den noch Älteren aber auch kuscheln, oder? Natürlich. Ja? Natürlich. Das macht ihr auch. Ja, okay. Jeder hat Respekt vor jedem. Wie gesagt, die Jüngeren haben Respekt vor den Jugendlichen, die Jugendlichen haben Respekt vor den Älteren. Ist doch so. Das ist so. Respekt gegenüber dem Älteren. Respekt so, dass wenn der Ältere sagt, bring mir bitte mal die Flasche Cola, dass der Jüngere läuft. Respekt, dass der Jüngere jede Diensthandlung machen muss, was der Ältere befiehlt. Ich hab von niemandem Angst. Angst haben wir schon. Ja. Jeder hat mal Angst. Wieso nicht? Du darfst keine Angst zeigen. Auf jeden Fall nicht. Okay. Na, dann kommt jemand auf dich zu. Immer auf dich zu. Die wollen dich immer zusammenkriegen. Wie macht man das? Keine Angst zeigen. Anzeigen. Blicke. Ja? Blicke. Höchste Zeit. Richtige Blicke. Ja. So, echt jetzt. So, Scherz. Allmählich wird es Nacht im Ghetto von Ossendorf. Zeit für Geschichten von früher, den Bandenkampf von vorgestern. Niemand beleidigt einen OG ungestraft. Jede Kleinigkeit wird gerecht. 40 ältere OGs fielen in Köln-Kalk über eine dortige Clique her und kehrten nach 3 Stunden gegen Morgen als Sieger zurück. Die Kleinen, die schon längst im Bett sein müssten, hören mit, wenn die Großen in ihrem Heldentum schwelgen, erzählen von ihren Abenteuern, von ihren Aufsteigerträumen in City-Night-Clubs oder als Bodyguards. Der nächste Morgen. Kaum jemand hat Bock auf irgendetwas Vernünftiges. Viele schwänzen die Schule. Geklaute Handys werden angeboten. Wie lange hat von euch ein geklautes Handy gekauft? Wie viel gibst du mir? Das Handy. Nadine, 15 Jahre alt, ist die Anführerin der OG-Mädchenriege. Ihre Mutter kümmert sich nicht um sie. Ihren Vater kennt sie nicht. Sie wächst bei der Oma auf. Heute will sie eine alte Rechnung mit der Aldi-Hausgang begleichen. Michael trommelt am Telefon die Leute zusammen. Die meisten sind schon da. Die meisten sind da, die kommen mit rein oder die kommen von hinten. Bilderschiff, BG. Das heißt, wie viele, die zu euch halten, meint ihr, werden heute da sein? Heute? 30, schwör ich mal. Auf jeden Fall. Unsere Großen kennen von Kalkwäldchen. Die kennen wieder von Bilderstückchen und so.
Aber wir lassen uns nicht sagen, dass wir die Schwächeren sind. Weil die Pistolen geschossen haben. Die waren zu feige. Die sind mit, die wollten mit Fäusten und Händen kämpfen und die sind mit Gegenständen. Und deswegen gehen wir auch mit Gegenständen jetzt. Und die haben geschossen? Ja, die haben geschossen. Mit Gaspistolen oder? Die OGs rücken aus mehreren Richtungen an. Vor einem Jugendclub im Stadtpark soll die Auseinandersetzung stattfinden. Hast du denen was mitgebracht für die Schlägerei? Ich? Ja, eine Eisenstange. Das hier? Du meinst, du benutzt sie auch? Wenn die Waffen benutzen, die Waffen. Wenn die auch Waffen benutzen. Lassen die dich denn da so rein? Ich denke das ja nicht. Wenn das jemand würde, würde ich mich freilassen. Tut ihr euch in der Diskussion hier? Nein, nein. Oh, oh. Wenn wir überkommen. Die Aggressionen laufen ins Leere. Die Aldi-Hausgang aus Nippes hat sich nicht an die Verabredung gehalten. Nadine ist sauer. Noch nie wurden die Ossendorfer OGs so verlassen. Tage später toben sich Gewalt und Zerstörungswut an anderer Stelle aus. Diesmal trifft es eine Clique im Roten Block. Monatelang hatten die Jungs an der Hütte gebaut. In einer Stunde wurde sie eingerissen. Guck mal, wie das da weggebrannt ist. Jetzt wird es eingesteckt. Ich bin nicht ganz genau. Und eure Vermutung? Ossendorfer. Die haben einen Hass auf uns. Ja, weil die immer hinkommen. Die kamen immer hin. Haben uns genervt. Echt? Und dann auf einmal war es kaputt. Und was haben die gesagt, wenn die hier hinkamen? Ja, die wollten. Hier. Die haben gesagt, warum haben sich hier hingegangen, haben sich da Steine draufgeworfen und so. Waren das die Älteren oder die Jüngeren? Nein, die Jüngeren. Aber die haben gesagt. Dann, so die Kleineren, die ganz Kleinen, so die 8-, 9-Jährige. Und naja, da meinen die, ja, wir kommen hier irgendwann mal hin mit den Größeren, dann steht euer ja lange nicht mehr. Ja, und irgendwann ist es echt passiert. Habt ihr euch nicht gewehrt, als ihr mit Steinen geschossen habt? Ja, aufs Ding geworfen. Aufs Dach. Ja, wir haben gesagt, verpisst euch und so, aber die sind jetzt. Wir haben auch keinen Bock, mit den Eltern Stress zu haben. Warum? Was nützt das denn? Wann? Es geht da immer weiter ohne Ende. Auch der Rote Block ist längst gekippt. Hier leben zu viele Abgehängte und Ausgetickte zu dicht beieinander, was niemanden zu interessieren scheint. Es wird schon nichts mehr gezimmert. Alles geht am Arsch vorbei. Jeder soll mit sich selbst klappen. Und Sie denn irgendwie eine Idee, was sich hier ändern soll? Also als allererstes, was hier gemacht werden sollte, ist was Polizeiwach und was für die kleinen Kinder hier. Mindestens ein Polizeipräsident, sowas, diese Gegend braucht das ja. Auf jeden Fall. Wie ist denn euer Eindruck überhaupt hier jetzt von der Polizei? Macht ihr da aber die anständig oder was? Ach, was ist? Die wollten doch nicht mal eine Anzeige aufnehmen, ey. Ey, das geht sie nicht, oder? Ja, Schlägerei ist. Wenn so Zeug nehmen, so 20 war schon stehen, die steigen nicht aus dem Wagen aus, oder die steigen aus und die gucken halt dem zu, wie sich zerschlagen. Die warten, bis einer von denen gewinnt. Wofür ist das? Wofür ist das denn der Polizei? Dann scheiß ich halt drauf auf die Polizei, dann mach ich das und dann mit meinem eigenen, also entwickle ich meine eigenen Gesetze. Das OG-Revier rund um die Y-Türme hat sich bereits zum rechtsfreien Raum entwickelt. Zu einer Zone der Kriminalität. Von diesem Milieu werden auch die Neubaugebiete rundherum angesteckt. Alles, was hier gedacht und gemacht wird, soll möglichst geheim bleiben. Wir werden aufs Schärfste verwarnt. Von Abgesandten der OG-Spitze. Hallo. Ich will euch nie wiedersehen. Nie wieder. Versteht ihr was? Was soll das denn jetzt? Verstanden. Was soll das denn? Ist das klar? Ist das klar, mein Freund? Ja, da war ich schon im Lager drin. Und wir doch. Wir haben ja gestern gebaut. Ja, und gestern haben wir schon angefangen. Wer sind denn von den großen Jungs hier? Michel. Das ist der stärkste. Das ist der netteste. Und der netteste. Wenn einer zu dem Fläche ist, geht er zu dem Fläche. Nein, du musst nicht auf der Kinder kommen, wie das da gewesen ist. Wo wohnt ihr denn? Du stehst in Ossendorf.
Hier, hier. Hier. So welche? So. Ja. Also so welche? Hätte die ganze Welt zusammengetrieben. Müssen wir Angst haben vor dem? Ja. Muss ja. Der ist doch der stärkste von Köln. Der hat doch viele Autos. Der hat voll viele Autos. Ja. Was war das? Aber mein Vater hat einen Jeep. Jaguar. Ich hab, mein Vater hat einen Jaguar. Ja, nicht gerade. Scheint ein reicher Mann zu sein. Ja, geht um Boxen. Wie sind die OGs organisiert? Wer ist der Boss? Der legendäre Hussein etwa? Was sind das für Leute da hinten? OGs. OGs, ja. Große OGs, ja? Ja. Vielleicht ist der Hussein ja bei dem. Auf dem Weg zu Husseins Wohnung. Erneute Begegnung mit Leuten aus der OG-Führungsriege, die allergisch auf unsere Kamera reagieren. Erster Stock oder zweiter? Zweiter. Ganz oben? Ja, wir. Nicht ganz oben. Vorletzt. In der Mitte, ne? In der Mitte, ja. Hussein ist nicht zu Hause. Er sitzt, was die meisten noch nicht wissen, seit ein paar Tagen in Untersuchungshaft. Wegen Verdachts auf schweren Raub. Alle im Ghetto reden respektvoll und ehrfürchtig über Hussein, den 27-jährigen ehemaligen türkischen Vizemeister im Superschwergewicht. Er soll mehrfach drauf und dran gewesen sein, sich aus dem Milieu zu verabschieden, ehe ihm das Schicksal ereilt. Vor ein paar Monaten verletzten Mitglieder einer bewaffneten Bande den Boxer schwer. Wildwestmanieren in der Medienstadt. Wir waren alle dabei. Derjenige hat sogar einen Knarre gehalten auf meinen Kopf. Wollte fast drücken. Ja, natürlich. Wir waren da hinten am Mülltonnen am Stehen. Und die haben gedacht, der macht Spaß, weil das normal macht das schon. Und dann war es aber Tatsache. Dann ist er eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, ist er wiedergekommen. Mit vier Mann waren die. Zwei Autos, glaube ich, war das gewesen. Sind die hingefahren, gedreht, Auto hingestellt, richtig hingestellt, Tür aufgelassen, ist aus der Tür gekommen, hat gerade geladen, haben auf Füße, wir sind so auf dem Strand, stand, übers Brett gesprungen, dann ist der Ding gelaufen, hat, ich weiß nicht mehr, wer hat irgendjemand gerufen, Hüsschen lauf Slalom, dass er nicht richtig auf den Zicker, zu Slalom gelaufen, hat er die Knarre einfach gerade gehört, weil irgendwann muss er eh wieder rein, hat er geschossen, ist sie eine Kugel vorbei, in die Wiese gegangen, und dann bin ich abgehauen, weil das war halt immer eine Richtung, haben schon voll Schock bekommen und so. Und dann zweite Schuss, wieder Bahn, dann hat der Schuss in dein Bein getroffen. Ja, der war Boxprofi, der ist in der Mund oben. Ja, und jetzt musst du deine Karriere beenden, durch den Vorfall. Ja. Und derjenige hat schon mal eine Haft bekommen. Ja, nur Bewährung. Wie viel? 6 Jahre? 5 Jahre? Ja, 3 Jahre Bewährung. 3 Jahre? Ja. Also das war halt so, was hier in Ostdorf war, das eine der schönsten Sachen, die ich selber mit den Augen gesehen habe. Das war wirklich schön. Größe, wo wir gestern gesehen haben, die normalerweise niemals weinen würden. Die voll viele Sachen auch schon gesehen haben, für die gar nichts mehr ist. So, wenn einer angeschossen wird, weinen die nicht. Ne? Aber als der angeschossen wurde, da war jeder am Knatschen. Wenn sein Mut, wenn es geschehen hat, in der Ecke, aber jeder hat geweint, als das bei denen war. Ja, und jetzt? Ja, nichts gemacht. Hat nur noch am Bein. Aber Hussein ist ja hier so völlig der Große, ne? Ja, ja. Ja? Das ist der Chef. Ja? Ja. Was qualifiziert denn zum Chef? Was? Was macht denn zum Chef? Keine Ahnung. Du warst immer der Chef. Alle eifern Hussein nach. Ihre ganze Leidenschaft gilt dem Faustkampf. Lernen fürs Leben ist nicht ihr Ding. Zweifel sind den meisten fremd. Gedanken anderer werden niedergeschlagen. Sie wollen stark werden und auf der Karriereleiter unbedingt nach oben. Auch mit illegalen Mitteln. Wie die Stars aus der Ghetto-Generation vor ihnen. Harte Jungs. An ihnen haben sich Sozialpädagogen vergeblich abgearbeitet. Die meisten schafften den Hauptschulabschluss nicht und bekamen deshalb auch keine Lehrstelle. Mit oft krummen Touren bestreiten sie ihre Existenz. Manche sind einfach Gangster geworden. Einzigster, nicht auf der Sonne schön, das ist der Bruder, aber der kommt noch dahin. Meine Schwester.
Nein, nicht weil du dumm sind. Nee, der hat seine ganze Klasse rausgeschlagen. Lehrer wollte nicht machen. Der war bei meinem Bruder in der Klasse. Ist ja normal, dass dann alle so werden und was ja welche auch immer einzeln, immer schlimmer wird. Ciao. Nein, da gibt es Noten. Ach, darf man das sagen? Noten wurden voll viele. Ist ja. Und was sie auch sehen, ist ja normal. Die sehen einen Mann, der seine Frau vor der Tür zusammenstellt. Michael will uns das OG-Territorium von oben zeigen. Wer hier im Ghetto gestrandet ist, kann sich aus eigener Kraft nur selten befreien. Der Vandalismus hat die Mieten so in die Höhe getrieben, dass von einem Monatslohn kaum etwas bliebe. Also sagen sie viele, Arbeit lohnt sich nicht. Ja, von hier kann man auch alles unsere Gegend sehen, was hier los ist. Die wichtigsten OGs, wo wohnen die denn? Die wichtigsten. Sind alle verteilt in allen Häusern. Die meisten wohnen, ich glaube, in dem. Da wird man die meisten finden oder im Allgemeinen. Ich glaube nicht, dass das hier der geeignete Ort ist, Kinder beim Schlafen zu stören. Oh, das nee, das geht nicht. Hier schlafen Babys. Ich ja, das macht nichts. Hier, jetzt geht ihr hier weg, sonst ruft die Polizei. Einverstanden oder nicht? Ein Streit aus heiterem Himmel, der eskaliert, weil einer der OGs das letzte Wort haben will. Die schlafen. Das ist, das und was machen Sie damit in der Hand? Das habe ich mit Kindern erinnert, was nicht schläft. Ding, ding, ding. Nee, nicht ding, der klingelt einfach so, weil ich das in der Hand habe. Ach, ja, jetzt ist das gerade. Ich werde dann mal nicht auf ja, machen Sie. Problem. Wenn ich sage, Schluss ist Schluss. Nichts wie weg hier. Bevor der Mann, der mit der Eisenstange die Tür zerdeppert hat, ein zweites Mal zuschlägt. Notruf bei der Polizei. Und wenn ich Schlagstock raus, ne? Und haut die ganze Scheibe da raus. Könnte man vorbeibekommen, ja, bitte. Den Glasring kann ich euch nicht entgegen, ich wollte euch nur erschrecken. Ich wollte euch keinen Glasring entgegenschicken oder sowas. Ich wollte euch nur erschrecken, weil Ihnen nicht passiert, so oft hat meine Pens gestört werden, meine Schlafen. Ich habe einfach aggressiv reagiert. So. Ich fange meinen Scheiß über. Kommst du rein? Der Ausdruck ist bepisst. Ich muss ständig mit dem Kinderwagen da durch. So, also ich nehme ständig die Bisse von anderen Hunden oder Kindern, die nicht nach Hause können oder wollen, was weiß ich warum, mit in meine Wohnung. Das sind Bakterienzumutung hoch 15. Ne? So. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich euch vergessen habe. Ich bin aber zu spät, ne? Ist schon zu spät, von zwei Kunden. Ja, dann lass doch kommen, die Fälle wieder. Auch manche, die kennen mich. Auch die OGs kennen die Beamten allzu gut. Wenn die Polizei hier anrückt, dann immer gleich mit zwei Autos. Schon öfter wurden Streifenwagen beschädigt. Reifen zerstochen, Funkgeräte herausgerissen. Alle brauchen wir nicht zwei Leichen. Während der Vorfall noch diskutiert wird, verschwindet die Staatsmacht wieder, ohne die Jugendlichen befragt zu haben. Was ist das denn? Ja, aber wir müssen mit unten und die sprechen nicht mal mit uns. Jetzt fängt es richtig an hier los. Jetzt. Wenn der jetzt anfängt, und du die Drohnen hauen, die kaputt von hinten. Dann hauen wir den dann auf die Fresse. Dann gehen wir so dann auf die Fresse. Völlig überraschend taucht Hussein auf, entlassen aus der U-Haft. Sofort umringt von anderen Ghetto-Größen. Seine Autorität scheint ungebrochen, die Hierarchie noch in Ordnung. Offensichtlich in Eile gibt der Ex-Boxer seine Anweisungen. Er will hoch hinaus, heißt es. Einer der ganz Großen werden im Rotlichtmilieu des Rheinlandes. Ahmed ist sein Statthalter. Gegen ihn wird ebenfalls wegen schweren Raubes ermittelt. Er soll auch hinter den massiven Drohungen gegen unser Team stecken. Ahmed kann austeilen, vor allem mit der Rechten. Ich würde mich gerne dafür gewinnen, dass er weiter will, gibt's da. Ne? Ne? Was soll man das denn mal machen, das Interview? Ahmeds Antworten bleiben im Ungefähren. Eher nein oder doch vielleicht, aber nicht bei Tageslicht und wenn überhaupt, morgen in der Dunkelheit.
Die Kölner Ringe bei Nacht. Eine Vergnügungsreihe. Die Discos ziehen die Gangleute vom Stadtrand freitags und samstags magisch an. Abhängen, auftrumpfen, Schaufahren mit Luxuslimousinen. Das Fernziel vieler OGs. Hier Türsteher werden wie Hussein, der den Job so lange machte, bis der türkische Tanzschuppen geschlossen wurde nach einer Drogenrazzia. Die Ringe sind zur Rennstrecke für Machos aus den Vorstädten geworden. Zufälliges Opfer, der Sohn des Oberbürgermeisters, an einer Ampel totgefahren. Mustafa, Hüseins Widerpart aus dem Roten Block, hat hier heute seinen Dienst angetreten, als Türsteher. Er ist überzeugt, sich behaupten zu können, ohne wieder in die Kriminalität anzutreffen. Man zeigt, was man hat. Also versucht es zu sagen, ist ja so. Journalist ist für mich in meinen Augen ein Kollegenschaft. Also jeder gibt damit an, oder jeder muss damit angeben, was er hat. Ob es mit seinem BMW-Cabrio ist oder Porsche ist oder SLS oder Deutschland, ist so. Jeder will best aussehen, jeder will den besten Wagen fahren, den schnellsten sein. Manchmal läuft es gut, manchmal nicht. Ja. Aus der Szene zurück ins Ghetto am Ossendorfer Weg. Es ist kurz vor Mitternacht. Uns ist erneut eine nachdrückliche Warnung zugespielt worden, die Dreharbeiten sofort einzustellen. In der Dunkelheit fährt Ahmeds Nobelkarosse vor. Wir wollen es genau wissen. Was hat so richtig verantwortlich? Ja, ich weiß nicht, ob das deine Meinung auch war. Das ist auch meine Meinung. Dass wir hier nicht mehr drehen sollen, oder was? Genau, da, ich gehe von oben. Also, tschüss. Wir ignorieren die letzte Warnung aus der Halbwelt, reden noch einmal mit Michael, der sich eher ohnmächtig mit den Verhältnissen am Stadtrand ausgesöhnt hat. Wobei mit der Hälfte soll einfach aufhören. Dann werden die anderen nach einer Zeit bestimmt auch aufhören mit dieser ganzen Scheiße. Bei dem, ich meine, ganz aufhören wird nie, egal ob das eine friedliche Gegend ist oder so. Weil man kann es doch nicht aufhören mit den Sachen und dann auf einmal von jedem zusammenschlagen lassen und rumkommandieren lassen. Das geht nicht. Nein, das gibt's nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich das so ändern wird. Nee? Nein. Solange auf jeden Fall die Leute jetzt hier wohnen, die jetzt zur Zeit hier am Boden sind, glaube ich nicht. Aber wenn man die Leute alle kennt und keine Probleme mit denen hat und so, dann macht das schon Spaß, bei uns zu wohnen. Spaß? Ja.